Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Cyberpunk 2077, euer Team, wie immer für euch am Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich habe mir gerade noch mal eben die Nachrichten von Takemura durchgesehen. Natürlich müssen wir, haben wir ein Klopfzeichen und wir müssen viermal klopfen. Und ich habe jetzt natürlich nur einmal geklopft und deswegen ist auch eine Bombe losgegangen. Dass sie fragt, der vorher auch so doof. So, viermal klopfen müssen wir. Schön lackierte Fingernägel. Okay, komm rein. Also. Schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Reliquienfunktion? Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, lasst bitte eine Bewertung da, am besten Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Jetzt kommen wir der Sache ja mal auf den Grund. Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Tja, ich bin fest entschlossen und habe nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam, aber sicher um. Eins eurer Persönlichkeitsengramme überschreibt meine Psyche. Und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja... Es wird nicht gut für mich enden. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Na komm. Gib dir einen Rock. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Halt dich bedeckt. Augen auf. Die sind im Flur. Er hat mich angegriffen! Seh nix. Oh, wie kann der denn ab? Meine Wumme ist schon wieder leer, ja voll. Ich mach was anderes jetzt. Einheit verloren!
So, mein Lieber. Jetzt ist hier mal Schluss mit lustig. Die blenden mich immer hier. Drecksäcke. Kopfschuss, Baby. So, jetzt habe ich endlich wieder Muni. Alter, jetzt geht hier richtig Luzi ab. Ah, das war das Falsche. Ja, wechsel doch noch mal eben eine halbe Stunde das Magazin. Jawohl. So, gib mir mal schön deine Muni. Nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Was für eine geile Mission, ne? Ja, auch cool, dass es nicht so, ja, 0815-mäßig endet hier, sondern richtig spektakulär. Richtig geil, also gefällt mir ganz gut, bis auf die Sache mit diesem komischen Yakuza, der sich dauernd in Luft aufgelöst hat, mit Laserschwerten, fand ich das ziemlich geil, muss ich sagen. Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballert die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Takemura scheint wohl tot zu sein, wa? Hörst du das? Das ist traurig. Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Okay, wer kommt da? Kommt er rein? Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für V. Fass die Tür nicht an. Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Ich weiß, du bist da drin. Mann, verzieh dich. Ich weiß, du bist da drin. Darf ich jetzt aufmachen oder nicht? Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Hotel hört oder lässt du mich rein? Ich bin bewaffnet. Mach ja nichts Dummes. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir.
Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen. Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Schade, dass du mir nicht früher geglaubt hast. Dann wäre Goro vielleicht noch am Leben. Wenn du ihn schon erwähnst, denk daran, dass er alles getan hat, damit wir reden können. Das erfordert Respekt. Sicher. Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi. Das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne. Und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Über Konstrukte weiß ich nur, dass mich eins davon umbringen will. Ich habe keine Ahnung, wie es auf den Relic gelangt ist. Oder wie man es entfernt. Es gibt nur einen Weg. Soul Killer. Oder seine neue, verbesserte Version. Du musst ihn beschaffen. Ich? Das ist Arasaka-Technologie. Technologie, an die mein Bruder nicht einmal seine engsten Geschäftspartner lässt. Mir sind leider die Hände gebunden. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Ich schicke dir meine Privatnummer. Melde dich, wenn du mehr über Soul Killer erfahren hast. Und nur dann. Ab jetzt müssen wir beide besondere Vorsicht walten lassen. Also lebt Takemura noch? Wie es aussieht. Ist durch eine Nachricht praktisch. Okay, mein Job wäre erledigt. Cool. Schon ein bisschen unheimlich. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sakerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht. Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und einen Scheißdieb. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. So, die Hohe Priesterin Trophäe. Und mal wieder Levelausstieg hier. Sehr schön.
Die Konzernschlampe hat einen Hang zum Drop. Hä? Fuck! Verwandelst dich echt in mich. Könnte sein. Wir zoffen uns wie zwei alte Säcke auf der Parkbank. Vielleicht ist es an der Zeit, uns endlich gegenseitig zu vertrauen. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verluste eine Atombombe hochgejagt. Ich war auf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Hab Saka genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Du bist auch ein Killer. Fakt. Geht's dir um das Ausmaß? Fakt ist, ich hab einen Irren in meinem Kopf. Ein Irrer im Kopf eines Heuchlers? Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende, das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Was ist denn mit der Frau da hinten mit dem goldenen Mini? Die ist ja komplett am Ende da. Was macht die da? Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verarscht. Die ist ja komplett am Ende. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Weil man dort für immer und ewig gefangen ist. Nein, nichts ist ewig. Und die Psychen in Mikoshi merken nicht, wie die Zeit vergeht. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Jawohl, zurück an die Arbeit. Begib dich zur Kapelle. Das kann man eigentlich nochmal eben machen, ne? Kapelleneingang. Oh, das ist aber ein bisschen weit, ne? Holen wir mal eben das Auto. Ja, gib mir mal das Moped. Was ist hier denn eigentlich noch? Okay. Ach, da. Wir könnten auch ein Auto nehmen. Aber das ist gar nicht. Doch. Ach, den nehmen wir jetzt.
Sieht schon sehr cool aus, wenn das dunkel ist hier. Und mit dem Regen schon sehr geil. Hä? Da lang? Das ist ja Blödsinn. So, ja, das ist für euch, glaube ich, jetzt nicht ganz so spannend hier, die Fahrt zur Kapelle. Ich würde sagen, wir machen dann mit diesen super, mit diesen super schönen Bildern. Oh, alter Schwede, ist das nass hier. Verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lasst auf jeden Fall, ja, für diese spektakuläre Mission, die über, ich glaube, ja zwei Folgen ging, am besten Daumen da. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.